ist nämlich Taubsi, Tauboga, Tauboss. Ich glaube, ich hatte noch nie mein Taubsi auf Tauboss trainiert, weil ich einfach einen anderen Pokémon-Schwerpunkt dann gemacht habe. Ein Nidoran in weiblich. Ja, setze ich mir wieder Nidorino ein, das ist so mein Allrounder. Oh, eine Attacke, ja komm. Einfach mal einsetzen. Was ich auch mal so gesucht habe, es gibt ja ein paar Pokémon-Hacks. Ich glaube, es gibt eine, heißt Pokémon Bloody Diamond, also blutiger Diamant. Und da habe ich mich mal so umgeguckt und dann bin auf Pokémon Mondnacht, ich will jetzt nicht Falsches sagen, Mondnacht meine ich, getroffen. Habe es mir so angesehen gehabt, an sich total geil aufgebaut. Ich habe auch verloren. Ja, ja. Und also er sieht richtig geil aus. Ist aber leider momentan nur in der Beta 0.2, glaube ich. Ich hoffe mal, dass der schnell fertig wird, weil den würde ich dann auch so als kleines Zwischenprojekt mal einschieben. Ich werde mich doch einfach mal kurz schließen mit demjenigen, der das macht. Ja, derjenige. Es sind an sich, glaube ich, drei Leute. Mal fragen, wie das halt so ist. Ob die schon so eine Beta 1.0 in Aussicht haben. Ja, die haben auch einige eigene Pokémon eingebracht. Also an sich bleibt das Spielprinzip gleich. Ich meine, es bleiben auch einige... die Pokémon bleiben gleich zum Großteil, aber die haben drei neue Starter in Aussicht gehabt. Zwei davon haben die... Also einen haben die komplett fertig gepixelt. Ich meine, einen haben die angefangen. Wieso ich speichere? Ich habe Angst, dass das mir abschmiert. Hooray! Wichtig hat das Spiel gespeichert. Ich bin Nummer 5. Ich mache dich fertig. Oh, bist du ein Rowdy oder warum? Ja, Row. Also, ich möchte jetzt nicht so ein Gleichhaus, welchen Pfadfinder möchte kämpfen. Ein Mankey, ein Agro-Pokémon. Level 18. War doch nicht mal ganz so blöd. Nur ganz vergessen. Taubsi ist ja Normalflug. Eine weitere Sache, die ich mal wissen möchte. Oh Gott, habt ihr schon mal auf einer alten Edition Missing No oder Missing Number oder wie auch immer ihr es nennen wollt, gefunden? Beziehungsweise euch gefangen, weil damit kann man ja das sechste Item ver-129-fachen. Also man hat 129 Stück davon. So ist das halt. Ich frage mich immer noch, das mit den Tränken, weil ich habe das noch nicht wegbekommen. Ich versuche jetzt so wenig wie möglich auf Tränke zuzugreifen. Ich habe dich besiegt, Pfadfinder. Das war zu viel des Guten. Und wir sehen, da steht hier noch einer. Ah, sie gehen wieder runter. Aha. Naja, schmeiß ich mal 36 Stück von weg. Ja. Also sind wir auf 10 Tränke. Ich bin nie darauf gekommen, einmal so Restart zu machen mit dem Emulator. Sondern einfach nur so. Hab's einfach so versucht, wegwerfen, was weiß ich nicht was. Hat nicht funktioniert gehabt, bla blub, und jetzt funktioniert's. Passt doch. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Ja, ein Nugget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Was? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für 3 Flaschenzwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht?
komm schon, werde mir die. Würde mich auch interessieren. Wenn es so ein Hack gäbe, wo man bis zu der Stelle halt normal spielt und man dann auswählen könnte, ob ja oder nein. Weil ja, natürlich, so ganz normal Spielverlauf, man macht Team Rocket fertig. Und was würde passieren, wenn man Nein drückt? Also so mit Team Rocket kämpfen. Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich manipuliere dich, ich habe hier die Kräfte. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Habe ich irgendwas zu trinken in der Nähe? Ja, da. Was hat der Würfel Peitsche in der Hand? Gott. Ich dachte, das wäre ein Kinderspiel. Team Rocket möchte kämpfen. Ich trinke mal ganz kurz was. Team Rocket setzt Rettern ein. Na, da kann man doch schon viel leichter reden. Na komm, dann bin ich jetzt Rettern mal fertig. Silberblick. Jetzt geh schon kaputt, Rettern. Du bist langweilig. Danke. Super. Ja, wechsle ich mal. Und zwar auf Pikachu, da Pikachu einfach den Typenvorteil hat. Was war eigentlich nochmal der dritte Ohren? Das frage mich jetzt schon so ein bisschen. Und auch wenn sich das ein bisschen blöd anhört, wenn ich jetzt so mitten am Anfang des Projektes noch stehe, ist ja an sich mein... Oh, Pikachu ist verwirrt. Ist ja an sich mein Hauptprojekt momentan. Nur leider habe ich so an sich zu viele Projekte am Laufen. Also... Ach, Pikachu, hau dich doch nicht selbst. Entweder muss ich jetzt eins... Pikachu, jetzt hau doch endlich zu, Bart. Ah, danke. Oh Gott, danke, Pikachu. Rach, rach. Und entweder pausiere ich jetzt eins oder ich mach schnell eins fertig. Nein. Ich versuche natürlich, mich nicht zu hetzen. Pikachu hat 120. Oh, Pikachu reicht damit 20. Versucht Slam zu erlernen. Aber Pikachu kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Ja. Vergessen wir mal Slam. Vergessen wir mal Heuler für Slam. Pikachu lernt Slam. Wow! Wow! You missed. Du bist gut. Ja, ja, ich bin... Bei deinen Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss werden. Ich habe gerade zu schnell geredet, sodass du nicht ganz mitverfolgen konntest, was ich sage. Guck mal, da ist noch ein Trainer. Da müsste hier gleich noch einer auftauchen. Ja, hier können wir uns so durchwursteln. Aber wir werden auf jeden Fall immer gegen einen Trainer kämpfen. Egal, was wir machen. Aus dem Grund, zurück zum Pokémon Center. Oder passt das noch mit Taubsi? Mal ganz kurz schauen. Ich krieg so vom eigenen Spiel nichts mit. Also, ich laber nur und renne da durch. Oh, wer bist du? Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht gut genug um einen Glumanda gekümmert. Versprich mir, gut für Glumanda zu sorgen. Dann gebe ich es dir. Ja. Cool, ich habe einen Glumanda halten. Nö. Ist nicht genug Platz für das Pokémon. Glumanda wurde mittels PC in Pokémon Box 1 transportiert. Kümmere dich gut um Glumanda. Ich wusste gar nicht, dass man das jetzt schon erhalten kann. Ich finde TM45. Ich weiß gar nicht, was das ist. Interessant. Ja, wir haben einen Glumanda gefangen. Warte, da brauche ich noch den Pokédex-Eintrag. An sehr stillen Orten kann man die brennende Schwanzspitze dieses Pokémon lodern hören. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Wobei ich denke zu viel. Also wenn ich denke, dann sollte man mir sowieso nicht vertrauen. Magst du mich, Pikachu?
ich nehme das mal als Ja an. Dann versuche ich mal was. Gehe ich mal bei der Frau hier rein. Ich spreche mal einfach ein, ne? Hier, so, hi. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Spiesesam gehalten und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der dafür sorgt. Würdest du dich um dieses Spiesesam kümmern? Ja. Jetzt wollen wir auch Spiesesam erhalten. Möchtest du Spiesesam einen Spitznamen geben? Nö. Es ist nicht genug Platz für dieses Pokémon. Spiesesam wurde mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Kümmere dich gut um Spiesesam. Jo. Pokédex, Spiesesam. Da. Dieses Pokémon kommt sehr lange ohne Nahrung aus. Die Knolle auf seinem Rücken speichert Energie. Jetzt fehlt nur noch eins, und zwar... Shiggy. Wo bekommt man Shiggy nochmal her? Ja, wir kommen im Pokémon Center fit und all das. Shiggy würde ich dann anstelle von... Ich versuche jetzt... Ja, anstelle von... Carpador nehmen. Weil ich dann einfach so Pokémon drin habe, was gut ist. Ja, mein Pokémon sind top fit. Ja, Duck, Duck, komm mir jetzt wieder vorbei. Ja. Wo gleich nochmal der Rechner da? So. Hi, PC. Jemand ist PC. Ja. Pokémon ablegen. Lege ich doch mal Raupi ab. Und Carpador lege ich mal ab. Und mitnehmen tue ich dieser Sam. Und ja, hier noch Mankey, Akro-Pokémon auch genannt. Ich weiß gar nicht, soll ich Glumanda oder Stein mitnehmen? Ach komm, nehme ich Glumanda mit. Habe ich jetzt so ein... Mal schauen, was können die denn für Attacken? Geiles Bild. Tackle, Heuler, Egelsamen, okay. Kratzer, Heuler, Glut. Ob das jetzt... Ja, also ich habe jetzt... Müsste an sich sogar passen, also... Da frage ich einfach mal euch. Schreibt am besten unter dieses Kommentar. Ey, Opa. Ich kann Deutsch. Naja. Oder nee. Schreibt am besten unter das letzte Video dieser Aufnahme, welches Pokémon-Team ihr euch denn wünschen würdet. Auf jeden Fall. Eins kann ich schon mal verraten. Pikachu muss enthalten sein, sowie Boss. Also ihr könnt über die restlichen vier entscheiden. Diese werde ich dann trainieren und bla blub. Ihr könnt auch Pokémon schon mal sagen, die ich später fangen soll, mitnehmen rein soll und so. Mitnehmen rein soll. Was für Deutsch rede ich da? Das ist ja so, als ob ich noch nie Deutsch gesprochen hätte. Ach, Deutsch ist auch eine schwere Sprache. Mit den ganzen bla blub und den Müll und so. Wir können uns auf Wörter beziehen, die in 5 Sätze vorher waren. Und das stört dann kaum noch einen. Vielleicht mal ein Deutschlehrer, eine Deutschlehrerin. Moin moin. Ich komme gerade vom Mondberg und meine Pokémon sind in Bestform. Okay. Ja, mein lieber dicker Mann mit Bart. Wanderer! Macholo. Das habe ich gar nicht gefangen gehabt, fällt mir dabei ein. Ja, ich war hier sowieso. Ich versuche hier sowieso nicht, die Pokédex zu vervollständigen, weil das gar nicht geht. Ist an sich total unmöglich. Und wieso? Weil